Hallo Mädels. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt im Trainingslager gut aufgepasst. Ich habe euch ein paar österreichische Begriffe beigebracht, um zu schauen, wie gut ihr schon eingebürgert seid. Das erste Wort ist Divan. Divan, Diva. Mich? Divan. Die Wand. Divan? Die Wand. Die Wand. Das hat sie selber gegoogelt. Das weiß sie selber nicht, oder? Boah. Keine Ahnung. Die Wand? Keine Ahnung. Ja, das ist unfair. Ich weiß, dass es Couch heißt, aber es ist Quatsch. Die Auflösung für Divan ist Couch. Ja, bin ich raus. Das zweite Wort ist Kastel. Kasten. Sowas wie Nachtkastel, so weißt du, Nachttisch. Kastel. Kastel. So eine Nudel bestimmt. Tasche. Kästchen. Kastel. Schmuckkästchen. Kleiderschrank. Kasten. Ein Kastel ist für mich so ein was Nachttisch halt, so ein Betttisch. Muss ich meine Homies zum VAR herziehen. Und ja, man glaubt's nicht, aber ein Kastel ist so ein, wie so ein Beistelltisch. Das nächste Wort ist Mischer. Mixer. Ah ja, Kartenmischer. Micha. Mähdrescher. Tonmischer. Mischer, ja, irgendwas. Das nächste Wort ist Mischer. Zum Mixen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mischung? Keine Ahnung. Die Auflösung für Mischer ist auf oder Höhe Rondo. Ja, okay, aber ich finde, das kannst du auch nicht, also das ist ja überall woanders. Ich wusste am Anfang nicht, was Rondo heißt, da haben wir immer Eckchen gesagt. Deswegen, ich rede zu dir und kann. Das nächste Wort ist Pudeln. Vielleicht so putzen? Ja, so wenn man sich beeilen muss. Wir müssen jetzt mal. Hut! Nein, das ist so einfach. Pudel. So eine Menschenmenge. Wir sagen verhutle. Wie heißt das auf Deutsch? Ich kann es auch nur in meinem Dialekt. Vielleicht so feiern oder so. Keine Ahnung. Ich gehe ins Dribbling und stolper halt über meine eigenen Füße, weil ich mich verhuddel. Hudeln, das sind Wörter, die habe ich alle noch nie gehört. Die Auflösung für das Wort ist, wenn man hudelt, dann sagt man, dass man etwas einfach eilig oder gehetzt macht oder einfach sehr schnell. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Das nächste Wort ist Wurzeln. Wurzeln? Wurzeln. Wurzeln. Wurzeln? Karotten. Wurzeln? Oh, das hatten wir gestern. Wurzeln. Aber die haben uns nicht die Lösung gesagt. Wurzeln. Ziehen. Wurzeln? Wurzeln. Wurzeln. Weiß ich nicht. Grätschen? Keine Ahnung. Ich verstehe nicht mehr, was sie sagt. Das Problem ist, diese Wörter, ich verstehe die nur im Kontext. Man sagt in Österreich auch, ihr habt ja gerade Wurzeln geschoben. Das heißt, du gibst einer anderen Person im Training zum Beispiel einen Tunnel. Also Beini. Das letzte Wort ist Fackerler. Gesundheit? Ja, keine Ahnung. Das letzte Wort ist Fackerler. Weiß ich nicht. Ich glaube, die verspricht sich da ein bisschen. Das letzte Wort ist Fackerler. Schiedsrichter, keine Ahnung. So, mein Gott. Ja, ist ein Schimpfwort bestimmt. Keine Ahnung, ein strammer Schuss. Fackerler. Das letzte Wort ist Fackerler. Ich weiß gar nichts. Fröhlich? Keine Ahnung. Dieses Wort bedeutet, dass jemand irgendwie gerade ja, dreckig ist oder irgendwie gerade was Ekelhaftes gemacht hat, so in die Richtung. Das ist so schwer. Zum Abschluss, wenn ihr ganz gut seid im Österreichisch, habe ich von meiner Mannschaftskollegin Niki Bilder noch einen super Satz bekommen. Der Gosch hat der Krummer die Schuhe aufblasen. Irgendwer hat irgendwem die Schuhe aufgeblasen. Also irgendwer kann mir die Schuhe aufblasen. Der Gosch.
Der Gegner, kann man mal den Schuh aufblasen. Der Gosch, der hat Gott. Den Krummel die Schuhe aufgeblasen. Der Gosch, der Hirte, hat dem Bauern den Rasen gemäht. Dem hat den Ball aufgeblasen. Ah ja, der Spieler hat den Ball zu hart aufgeblasen. Können wir da einen Remix draus machen? Ja, man, das ist ja eine ganz andere Sprache. Ich habe keine Ahnung. Schuhe aufgeblasen. Aber was sagt sie am Anfang? Ah, das war mit Schuhe aufblasen, was Lotta meinte. Der Gosch hat der Krummel die Schuhe aufblasen. Keine Ahnung. Deswegen wollte ich das nicht machen. Das heißt übersetzt, also wörtlich übersetzt, der Mann mit dem großen Mundwerk kann mir die Schuhe aufblasen. Danke fürs Aufpassen. Ich hoffe, ihr wart sehr erfolgreich und auf ein gutes Weiterlernen.